Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Warum so Geheimnistuerei? Weil ich echt eine Gelegenheit habe, die ich euch unbedingt präsentieren muss. Deswegen auch das Video außerhalb der Reihe und außerhalb des Zeitplans. Denn mir ist es tatsächlich gelungen, einen Insider aus dem von Bund und Ländern geförderten Chemtrail-Programm zu gewinnen. Und der packt hier heute exklusiv aus. Das Interessante ist nämlich, dass Bund und Länder dieses Chemtrail-Programm auch über die allgemeine Luftfahrt verbreiten möchten, also erweitern möchten. Und aus dem Grund schreiben die, also Bund und Länder, aktuell wirklich ganz neu, also seit heute, Privatpiloten und Privatpilotinnen sowie Luftsportgeräteführer und Luftsportgeräteführerinnen aktiv an, um sich eben an diesem Chemtrail-Programm zu beteiligen. Und ich habe heute einen hier, der halt wirklich live dabei war und uns erzählt, wie das alles funktioniert und abläuft. So, er sitzt mir hier direkt gegenüber, Herr Hasenfranz Schüttereisen. Sie möchten nicht erkannt werden und deswegen sollen wir Ihre Stimme verfremden und Sie tragen diese Sturmhaube mit Sonnenbrille. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Habe ich aus meiner Tageszeitung. Aus der Tageszeitung? War das da drin oder was? Nein, aber die Hacker. Die Hacker waren in der Tageszeitung? Ja, ein Bericht über die Hacker. Ach so, ich dachte wie in der Yps. Wie in der Yps? Ja, wie in der Yps. So als spannende Beilage, kennt man doch. Als Beilage? Ja, die Sonnenbrille und die Sturmhaube. Nein, die Hacker waren da drin. Also doch? Nein, verdammt, also doch. Hä, wie jetzt? Die Hacker, die immer alles aushacken. Die tragen auf den Fotos in der Tageszeitung doch immer eine Sturmhaube, um ihre Identität zu verschleiern. Ach so, jetzt hab ich's. Ja, genau, sorry. Naja, auf jeden Fall sind das doch so ganz junge Burschen, die sich gut mit Web.de und CDs und so auskennen. Die haben richtig Ahnung. Also kann das ja nicht schlecht sein. Ja, das stimmt. Und sicher ist sicher, ne? Ja, genau. Außerdem fehlte mir das noch, dass ich ausgerechnet an meinem 75. Geburtstag, der ist übrigens genau heute. Oh, herzlichen Glückwunsch, Herr Hasenfratz Schüttereisen. Ein ziemlich leicht zu merkendes Datum. Danke, wir können übrigens auch du sagen. Ja, okay, gerne. Ich bin Markus. Ich dachte, du heißt Mike. Nein, Markus. Hä? Warum sollte ich Mike heißen? Wegen Delta Mike Heavy? Aber das hat doch überhaupt nichts mit meinem Namen zu tun. Ach so, naja, egal. Ich bin auf jeden Fall Jonathan Wilhelm Hasenfratz Schüttereisen. Okay, schöner Name. Ich sag einfach du. Ja genau, das haben wir ja gerade vereinbart, oder nicht? Genau, kannst dann auch du sagen. Oder Markus, aber bitte nicht Mike. Okay, Mike. Markus! Ach, sorry. Ja, passiert, schon okay. Naja, auf jeden Fall wäre das ja schon ein Ding, ne? Wenn ich ausgerechnet heute von allen da draußen, insbesondere von meinen Nachbarn am besten noch, in Weimar Umfahrstädt, erkannt und dann vielleicht sogar belästigt werde. Das tue ich mir nicht an. Also da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen auch das unkenntlich machen. Ich bin da vorsichtig. Außerdem ist das Chemtrail-Programm geheim. Mhm, verständlich. Darf ich eigentlich jemanden grüßen? Ja, wie du möchtest. Ja, dann grüße ich einmal die... wo ist denn die Kamera? Da. Dann grüße ich einmal die Helga aus dem Martin-Klauer-Weg. Die backt immer wirklich super Stachelbeerkuchen. Und mein Homie Sigmund Randolf. Der wohnt überm Schießhaus. Über deinem Scheißhaus? Nein, die Straße heißt überm Schießhaus. Ein Katzensprung von mir. Ich wohne im Krausweg. Ist fast nebenan. Abends treffen wir uns immer zur Tagesschau und dann zwitschern wir uns erstmal schön ein. Ha! Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also du sagst im Prinzip, du wurdest von der Bundesrepublik Deutschland angeschrieben, um am Chemtrail-Programm teilzunehmen. Ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Genau genommen ist es ein Brief des Verteidigungsministeriums. Boris Piporis oder so. Sie meinen Boris Pistorius? Ja genau, Boris Poris. Pistorius. Pistorius? Ach, erzähl einfach weiter. Okay, also Boris Glorius möchte das Chemtrail-Programm ausweiten, um mehr über die Bevölkerung herauszufinden. Die wollen wohl einmal das mit den Camex-Steuergeschäften verstehen, also sein Kumpel Chrissy. Chrissy? Wer ist Chrissy? Ja, irgendein Christian halt. Ich kenne die auch nur aus dem Schriftverkehr. Auf jeden Fall, davon hat die Regierung oder zumindest dieser Chrissy wohl gar keinen blassen Schimmer, also von Finanzen. Und dann suchen sie noch einen Weg, Veganer umzukehren und Leute, die ausschließlich Radler trinken, wieder zu Biertrinkern zu disziplinieren. Das Interessanteste ist aber, Weimar, also mein Wohnort, ist Pilotprojekt. Aber ich bin ja gar kein Pilot. Ich bin nur Luftsportgeräteführer. Oh echt? Wundert mich, dass Sie das nicht wissen. Ja, mich auch, Mann. Aber die haben mich trotzdem angeschrieben. Okay, krass. Vermutlich, weil ich so gut fliegen kann. Ich mache auch Videos und so. Musst du mal gucken. Ja, später vielleicht. Klingt aber plausibel und ja, ziemlich ambitionierter Plan auf jeden Fall, oder? Das Fliegen als Luftsportgeräteführer? Nein, Mann, das Chemtrail-Programm. Oh ja. Und ich bin stolz, Teil des Ganzen zu sein. Aber warum sagst du nicht einfach, hey, ich bin gar kein Pilot, ich bin nur Luftsportgeräteführer? Also nicht, dass es irgendwie rechtliche Probleme nachher gibt. Ein Teufel werde ich tun. Okay, aber was veranlasst dich denn dazu, trotzdem bei diesem Programm mitzumachen? Na, die Kohle. Welche Kohle? Na, die zahlen 12 Euro pro Stunde. 12 Euro? 12 Euro. Ist das nicht Mindestlohn? Nein. Rechne doch mal nach. Wenn ich zum Beispiel 2 Stunden fliege und 12 Euro pro Stunde bekomme,
Dann sind das 24 Euro. Ja, aber... Wo bitte gibt's denn 24 Euro Mindestlohn? 24 Euro? Nirgends. Genau, nicht mal hier. Hier sind es ja auch nur 12 Euro. Ja, genau, und deswegen... Ja, 24 Euro sind aber das Doppelte, nicht die Hälfte. Die Hälfte? Du meinst 6 Euro oder wie? Nein, 12 Euro. Ich verstehe deine Rechnung einfach nicht. Fliege ich zum Beispiel diese 2 Stunden, bekomme ich 24 Euro. Oder wenn ich zum Beispiel 2 Stunden und 27 Minuten fliege, sind das mal eben 29,40 Euro. Oder wenn ich... Ja, schon verstanden. Ja, sorry. Das ist halt gutes Geld. Soll ich sowas ausschlagen? Nein, musst du nicht. Ist ja dein Ding. Auf jeden Fall optimistisch gerechnet. Danke. Gerne. Ich küsse deine Augen. Meine Augen? Ja, deine Augen. Warum? Ist das nicht gut? Weiß ich nicht. Küsst man denn Augen? Weiß ich nicht. Die küssen alle immer Augen. Wer? Na, die jungen Leute. Echt? Sag mal, kennst du das Internet nicht? Da sind auch Chaträume und so. Nee, das kenne ich nicht so gut. Das habe ich auch noch nie erlebt. Was denn für Chaträume? Die Telegram-Gruppe vom Wendler oder was? Nein, bei AOL, wenn man reingeht, da kann man sofort chatten. Wow, das ist ja cool. Du kennst dich wirklich richtig aus. Ja, danke. Gerne. Danke. Okay, so kommen wir nicht weiter. Okay, was soll ich machen? Ja, jetzt halt doch endlich mal den Rand. Aber ist das nicht ein Interview? Ja. Da muss ich doch was sagen, oder nicht? Ja, sorry. Ja, kein Ding. Okay. Ich küsse deine... Junge! Ja, schon okay. Was jetzt? Erzähl doch einfach mal, wie das Ganze abläuft. Ah ja, die schicken mir halt diese kleinen silbernen Patronen zu. Darf ich die mal sehen? Ja klar, aber Vorsicht, die sind scharf. Scharf? Ja, die können losgehen. Echt? Ja, ich kenne mich aus. Okay, ich passe auf. Und dann? Ja, dann soll ich immer an Sonntagen morgens um 9 Uhr, damit es nicht auffällt, weil da viele fliegen gehen, auf 2000 Fuß steigen und südöstlich beginnend über Weimar fliegen. Immer hin und her. Hin und her. Erstmal Kurs 315 Grad, nach Passieren der Stadtgrenze, dann eine Rechtskurve auf Kurs 135 Grad. Also quasi eine 180 Grad Kurve? Nein, erst 315 Grad und dann auf 135 Grad. Also einmal umkehren? Ja, genau. Das ist ja was völlig anderes. Exakt, man muss da sehr genau sein. Naja, nach Passieren der Stadtgrenze dann wieder eine Linkskurve, Kurs 315 Grad, dann wieder rechts auf 135 Grad und immer so weit halt. Und dann? Naja, ich sprühe einfach durchs Fotofenster raus. Einstechen, raushalten. Ganz einfach. Mehr ist das wirklich nicht. Ja, klingt machbar. Und wie viel ist in so einer Patrone drin? Ja, so viele Chemikalien, dass es exakt für das Versprühen der Phase 1 in diese Richtung reicht. Phase 1? Ja, genau, Phase 1. Unglaublich, oder? Das ist wie bei der CIA. Das sind komplett einfach zwei Phasen. Ja, krass, das ist natürlich wirklich ein bisschen spannend. Und wie geht's dann weiter mit Phase 2? Ja, was kommt denn wohl nach 1? Ja, 2. Ja, genau. Um die Wirksamkeit zu erhöhen, muss mit beiden Phasen kondomisiert werden. Kondomisiert? Ja, kondomisiert. Oder kontaminiert. Was spielt das für eine Rolle? Weiß ich nicht. Denkst du, ich bin dumm oder was? Nein, natürlich nicht. Das war nur ein Missverständnis. Also, wie geht's weiter? Ja, mit Phase 2. Und wie läuft die ab? Ja, dafür muss ich die zweite Patrone aus dem Geheimversteck holen. Aus dem Geheimversteck? Ja, aus dem Geheimversteck. Der Briefkasten am Turm. Das Geheimversteck ist der Briefkasten am Turm? Ja, aber... Okay, aber könntest du nicht einfach beide Patronen auf einmal mitnehmen? Nein. Warum nicht? Ja, wegen der Zuladung. Wie viel wiegt die denn? Du musst nicht alles wissen. Bleib mal ganz geschmeidig. Ja, okay, sorry. Und dann? Ja, dann bist du entspannter. Nein, wie geht es mit Phase 2 dann weiter? Ach so, ja, dann muss ich wieder losfliegen und das Ganze nochmal über Kreuz versprühen. Über Kreuz? Ja, genau. Dafür muss ich diesmal im Südwesten der Stadt beginnen, dann Kurs 045 Grad, dann eine Rechtskurve, dann Kurs 225 Grad, dann eine Linkskurve und wieder Kurs 045 Grad und immer so weiter. Klingt kompliziert. Ach, das ist für einen alten Hasen wie mich aber gar kein Problem. Immer um den Kirchturm, den umfliege ich seit 55 Jahren, jeden Sonntag. Da macht mir keiner mehr was vor. Willst du auch mal mitfliegen? Na, weiß nicht. Muss das? Das ist super, ehrlich. Okay, ich melde mich dann bei dir. Und wie lange musst du dann fliegen? Ja, so lange wie du willst. Nein, nicht mit mir. In Phase 2. Ach so. Ja, bis die Patrone leer ist. Und dann? Dann muss ich zum Flugplatz zurückfliegen. Hm. Und dann? Ja, dann bekomme ich mein Geld. Was denn sonst? Wie soll ich denn sonst mit meiner kleinen Rente über die Runden kommen? Jedes Wochenende Tralafitti mit Helga, Frühshoppen hier, Beerdigung da, Arztbesuche, dann den 80. von Sigmund Randolph auf dem Saal, Beerdigung dort, hin und wieder her, dann ständig das Gerinne zum Arzt wegen meinem Herzklabaster. Herzklabaster? Ach, ja, Herzklabaster. Bekommt man damit überhaupt ein Medical? Was? Ob man damit ein Medical bekommt? Womit denn? Ach, vergiss es. Was denn? Nichts. Also zurück zum Thema. Konzentration nochmal. Von wem bekommst du es denn? Was bekomme ich von wem? Na, von wem bekommst du das Geld? Von der Rentenkasse. Damit verarschen die uns auch noch alle. 45 Jahre mal hoch für den Puff und dann einen Arschtritt als Dankeschön. Damit kommst du nicht mal nach Thailand. Ja, okay. Ich meine aber das Geld vom Chemtrail-Programm. Ach so. Na, das gibt mir der Chrissy. Chrissy? Ja, Christian halt. Welcher Christian? Ja, so ein kleiner Wichtigtuer im blauen Anzug. War der nicht mal der Bachelor? Der Bachelor? Ja, keine Ahnung. Oder Prinz Charming. Der sieht irgendwie so aus wie so ein betagtes Model. Okay, spielt ja keine Rolle. Aber Christian kommt dann immer dahin. Ja, er und sein Kumpel. Die kommen immer mit einer richtig fetten Maschine. Was heißt denn richtig fett? Ja, ein bisschen größer als meine. Die hat
Die hat sogar zwei Motoren. Aber nicht zufällig eine DA-62 von Diamond Aircraft? Ja doch, genau so ein Ding. Eine C-42 von Diamond. Eine C-42? Meine C-42? Nein, nicht deine C-42. Es ist eine DA-62. Was? Na, die Maschine, mit der die kommen. Ja. Christian und Friedrich vielleicht? Woher weißt du, dass der Friedrich heißt? Intuition, aber was spielt das für eine Rolle? Ja, Mann, der schuldet mir noch Geld. Wie viel? 14,20 Euro. Für eine Stunde und 11 Minuten? Ja, woher weißt du das? Ja, auch Intuition. Spielt keine Rolle. Bist du einer von denen? Nein, Mann. Also zurück zur C-42. C-42? Ja, Quatsch. DA-62, Mann. Ja, was denn jetzt? Ja, DA-62. Oder meinst du, die geben sich mit einer C-42 ab? Nein, aber fliegt die denn nicht auch? Ja klar, aber da passen doch gar nicht so viele Dosen rein. Was für Dosen? Junge, diese Sprühkacke, verdammte Scheiße. Hä, was für eine Sprühkacke? Willst du mich jetzt verarschen? Sprühkacke? Ich nehme dann immer Loperamid Hydrochlorid, dann geht's eigentlich. Und Elotrans. Elotrans ist gut. Check das mal ab. Ich check hier gar nichts ab, Mann. Warum so frech? Ich bin einfach nur ein armer, kleiner Luftsportgeräteführer mit einer C-42 und verdiene mir ein bisschen was zu meiner Rente dazu. Wenn ich zum Beispiel 3 Stunden und 36 Minuten... Ach, halt doch einfach die Fresse. Ich? Ja, wer denn sonst? Oder siehst du hier noch jemanden? Ja, da drüben. Jonathan Frakes. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, einen schönen 1. April, natürlich auch im Chemtrail-Programm. Always happy learnings. Ich wünsche euch always 3 greens. Wenn ihr ein Retractable Gear habt, nur dann natürlich, ist ja klar, manche haben es, manche nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ganz geschmeidig im nächsten Video und ich sage ciao mit V. Wie soll ich denn sonst mit meiner kleinen Rinde, jo? Was denn für Chaträume? Die Telegram-Gruppe vom Wendler oder was? Hä, wieso kann ich das nicht aussprechen? Was denn für Chaträume, genau. Was denn für Chaträume? Die Telegram... Hä, da bin ich zu doof dafür? Leute, die ausschließlich Radler trinken, wieder zu Biertrinkern zu distribuieren. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Okay, das war doch gut. Der kleine Verbrecher hat sein Video gut abgeliefert. Ich hoffe zumindest. Ciao mit Fuh!